Herzlich willkommen im Spitzenstübel in Eisenach. Ich lade Sie ein zu einem Ausflug in das Vogtland, denn dort wird heute noch traditionell die Plauner Spitze gefertigt. Wir besuchen die Stickperle in Falkenstein. Zwischen dem Thüringer Wald und dem Erzgebirge liegt das schöne Vogtland. Die Göltstalbrücke ist eine besondere Sehenswürdigkeit im Vogtland. Im 19. Jahrhundert wurde sie erbaut und ist immerhin die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Das ist Plauen heute. 70.000 Menschen leben hier in dieser modernen Stadt, aber mit viel Tradition. Viele Menschen kennen das Rathaus mit dem Spitzenmuseum und weltweit bekannt und was zum Vogtland gehört, ist die beliebte Plauener Spitze. Über 100 Firmen produzieren die schönsten Spitzen, Stickereien und Gardinen. Eine bedeutende Firma ist die Stickperle in Falkenstein. Wir sind zur Hausmesse eingeladen und begrüßen Sie mit mir den Firmeninhaber Herrn Bauer. Schauen Sie mit mir gemeinsam, wie Plauener Spitze traditionell hergestellt wird. Mit viel Fingerspitzengefühl fertigen hier Frauen schon viele Jahre Decken in einer besonderen Wickeltechnik. Schauen wir zurück in die Vergangenheit. Die Handstickerei wurde im Vogtland schon im vorigen Jahrhundert betrieben. Vor allem wurde der hübsche Effekt des Plattstiches verwendet. 1880 gelang erstmals das Besticken von Tüll mit der Maschine. Plauener Spitze war geboren und einmalig und neu auf dieser Welt. Die Entwicklung nahm ihren Lauf. Und das rasend schnell. Nach der Tüllspitze folgten die Ätzspitzen, auch Luftspitzen genannt. Die Nachfrage wurde immer größer. Neue Stickmaschinen wurden in Plauen entwickelt und im Vogtland aufgestellt. Plauener Spitze wurde immer bekannter und im Vogtland bestritten viele Menschen ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung dieses edlen Erzeugnisses. Dann, 1900, gewann Plauener Spitze den Grand Prix in Paris. Eines war auf jeden Fall klar, aus Plauen kommt Qualität und zauberhaftes Design. So stickte man früher und wie stickt man heute? Die Produktion erfolgt heute mit hochmodernen, elektronisch gesteuerten Großstickmaschinen. Stolz kann Herr Bauer in seinem Familienunternehmen auf eine rasante Entwicklung der modernen Technik zurückblicken. Und so entstehen wunderschöne Fensterbilder. Mit qualifiziertem Personal werden täglich die schönen Spitzenerzeugnisse hergestellt.
Aus der Produktionshalle führt uns unser Weg in die Entwicklungsabteilung. Entwerfen heißt heute Computerspezialist sein. An erster Stelle steht der Designentwurf. Er muss für die Maschine lesbar umgesetzt werden, selbstverständlich mit modernster Computertechnik. Neueste Modelle und Kollektionen müssen immer den Puls der Zeit treffen. Vor allem die Designer müssen sehr kreativ sein, um immer neue, schöne und ausgefallene Spitzen zu kreieren. Diese schönen Stickereien und Spitzen aus dem Hause der Firma Stickperle werden dekorativ präsentiert. Sie finden diese Erzeugnisse auch auf internationalen Messen. Diese wundervolle Decke im Durchmesser von 1,60 Meter ist besonders wertvoll durch den großen Anteil an Handarbeit. Mit viel Fleiß und Sorgfalt werden mehrere hundert Kleinteile zu einer großen Decke zusammengefügt. Noch heute wird sie traditionell auf einer Singer-Nähmaschine von 1930 gefertigt. Diese Überlieferung aus vergangener Zeit zeugt von Tradition aus dem Vogtland. Nun haben wir viel gesehen über die berühmte Plauener Spitze und wir würden uns über Ihren Besuch im Spitzenstübel sehr freuen. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt und Qualität der Plauener Spitze.